Ex-Fußballstar Karel Poborský ist nur knapp dem Tod entronnen. Der Tscheche, der 1996 mit seiner Nationalmannschaft erst im EM-Finale an Deutschland gescheitert war und unter anderem für Manchester United spielte, sprach nun mit dem Guardian über die lebensgefährliche Situation 2016. Wenn ich einen Tag später im Krankenhaus angekommen wäre, würden wir dieses Interview nicht mehr führen können. Ich ging zu spät ins Krankenhaus, um die Ursache für die Infektion zu finden. Sie haben mich sofort ins Koma versetzt, sagte Poborský. Er fügte an, nachdem ich aufgewacht bin, fragten sie mich nach meinem Namen und der siebener Reihe. Alle meine Gesichtsmuskeln waren paralysiert, es war eine Entzündung des Gehirns. Meistgelesene Artikel: Fußball, Bundesliga, Kommentar, bin ich schuld? Ja, Fußball, Bundesliga, Bayern, Renato Sanchez will weg. Fußball, Bundesliga, Bayern liegt im Meisterrennen vor. Fußball, Bundesliga, Festnahmen wegen Rangnick. Banner: Fußball, Bundesliga, Augsburg zerlegt Weinziels VfB. Poborský hatte große Angst. 3 Wochen lang musste Poborský in Quarantäne bleiben, vollgepumpt mit Antibiotika. Ich konnte nicht essen, ich konnte meine Augen nicht aufmachen, weil ich so lichtempfindlich war. Ich hatte große Angst, bis heute weiß der 47-Jährige nicht, was die Gehirnentzündung ausgelöst hatte, die ihm beinahe das Leben kostete. Eine Theorie, die ihm genannt wurde, lautete, dass er eine Zecke im Bart hatte, die ihn möglicherweise gebissen und so die Infektionskrankheit Lyme-Borreliose ausgelöst hatte. Inzwischen geht es Poborský laut eigener Aussage aber wieder sehr gut und er hat 2017 sogar am Legendenmatch von Manchester United gegen den FC Barcelona teilgenommen. Punkt. Let's block it.